Das wird das neue Montessori-inspirierte Bücherregal für meine zweijährige Tochter. Ich werde das ungefähr in Brusthöhe von ihr anbringen. Und jetzt momentan geht es noch nicht, weil wir sind noch nicht umgezogen. Aber ich werde euch dann das Foto oder Bild zeigen, wenn es tatsächlich angebracht ist an der Wand. Und ich finde, das ist ein super hübsches, kleines Detail. Ich habe das von meiner lieben Freundin Carina bekommen. Sie hatte das in blau lackiert, eine andere Rückfolie, also Dekorfolie drauf. Und ich durfte ihr das, nachdem sie das Kinderzimmer ihrer Tochter umgebaut hat, abkaufen, abluxen. Ich habe das tatsächlich nur noch weiß angemalt, alle drei mit zwei oder drei Anstrichen und eine neue Dekorfolie hinten drauf, die dann tatsächlich später in die Farbwelt des neuen Kinderzimmers passen wird. Und das war's auch schon. Insgesamt sage ich jetzt mal eine Stunde Beschäftigung damit und 15 Euro all in. Cooles Projekt und ich hoffe, es gefällt euch. Und ich hoffe, es gefällt meiner Tochter. Das ist das Wichtigste an dem Ganzen. Alles Liebe und schöne Woche. Bis bald! Bitte beachtet nicht meine Einhorn im Training Figur. Das ist das alte Regal, das war eben blau mit einer blauen Dekorfolie und ich fange jetzt einfach an, das Teil zu demontieren und die alten Klebebänder abzuziehen. Das brauche ich im Prinzip nicht. Ich denke, sie haben es nur angebracht, damit die Schrauben irgendwie besser durchs Holz gehen. Und dann starte ich auch schon, die ganzen alten Schrauben rauszunehmen. Meine Tochter hat mir da freundlicherweise geholfen und mir erklärt, wie das funktioniert. Und hat dann auf die Schrauben aufgepasst. Dann fange ich auch schon an, nachdem die Regale abgebaut sind, die Folie runterzuziehen. Beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich eher versuchen, das mit dem Föhn ein bisschen anzuwärmen, die Folie, damit der Kleber leichter sich lösen lässt. Das war ein bisschen eine mühsame Arbeit, da einzelne Fitzeln runterzuziehen. Ich schaue immer wieder nach oben. Kind 2 saß am Esstisch und hat gemalt, deswegen die komischen Bewegungen. Und irgendwann war ich dann ziemlich genervt und habe mir gedacht, ich hole mir jetzt den Zeranfeld-Kratzer aus der Küche, um mir das Leben ein bisschen zu erleichtern. Und es war tatsächlich etwas leichter. Währenddessen hat mir meine Tochter den Schraubenzieher geklaut. Ich selbst übrigens auf einem Video zu sehen, ist super hässlich und furchtbar. Aber ich mache das ja nicht für mich, sondern weil ich meine Ideen teilen möchte. Ja, und jetzt habe ich dann auch schon dieses Holzbrett wieder ziemlich clean. Jetzt fange ich schon an, die Klebefolie aufzubringen. Meine Tochter hat mir die Ukulele gebracht und hat mich ein paar Mal gebeten, mit ihr zu spielen. Und ich habe es auch nach dem Video mit ihr gemacht. Und währenddessen erzählt mir, glaube ich, mein Sohn gerade eine lustige Geschichte. Der Schuss war ein bisschen mühsam, deswegen musst du sie kurz wegsetzen. Keine Sorge. Ich beschäftige mich auch mit meinen Kindern. Gut, als die Kinder abends in Bett waren, habe ich die Vintage Paint Farbe rausgenommen und habe begonnen, die Gewürzregale, die es übrigens bei Ikea gibt und die original auch mal weiß waren, zu bemalen. Ich wollte nur keine neuen kaufen. Ich bin da ein bisschen knauserig und wollte einfach die absolut intakten Regale nochmal einfärben. Und nein, ich habe sie gar nicht in irgendeiner Form abgeschliffen oder so. Es geht mir nicht um perfekte
Anstriche, sondern ich wollte es einfach hübsch und passend haben. Und wenn das Blau ein bisschen durchschimmert, sieht es auch noch etwas Vintage-mäßiger aus. Irgendwo im Hintergrund ist, glaube ich, mein Mann und hat mir auch nochmal irgendwas erzählt. Und am nächsten Tag, als alles getrocknet ist, ich glaube, ich habe 2 Schichten aufgetragen, habe ich dann schon begonnen, von der Rückseite her die Regale wieder anzubringen. In dem Fall hätte das auch an einem Tag, glaube ich, geklappt, weil die Farbe relativ schnell getrocknet ist, aber mit Kindern ist es einfach nicht so easy. Und dann kommen auch schon die ganzen Schrauben wieder rein. Und schon ist es fertig. Und ich finde es so, so hübsch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!